Hi Freunde, willkommen zum 11. Sonntagsvideo. So, diesmal dachte ich mir, ich mache ein kleines Ergänzungsvideo zum Thema Waldlust. Denn es gab einige Sachen, wo ich ja noch dran war, ein bisschen Recherche hier und da. Und auch später gibt es noch eine Szene, die ich dann wiederum mehr oder weniger zur Hälfte debunken muss. Aber dazu kommen wir dann später. Zuerst mal geht es jetzt darum, worum sich eigentlich meine Recherchen gedreht haben. Und zwar ging es einzig um die Legende von der Adele B., über die ja viel berichtet wird, in verschiedenen Foren und so weiter. Ich habe jetzt allerdings kaum einen Bericht gefunden, der halt wirklich ziemlich alt war dazu. Die meisten stammen von 2010 und später, was mich natürlich ein bisschen auch stutzig gemacht hat. Andererseits ist generell der Name Adele B. etwas komisch, denn das B. passt nicht zu der Familie, der das Hotel gehört hat. Die Legende besagt ja, dass diese Adele B. sozusagen ja die Hotelbesitzerin mit war und ja auch so die gute Seele des Hauses, also sprich die eine sehr beliebte Frau. Diese Frau soll allerdings dann 1949 zu Tode gekommen sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, kann das so alles stimmen? Ich habe mir gedacht, meine Güte, ich will jetzt einfach nicht nur die Geschichte erzählen, nein, ich will ein bisschen hinter die Kulisse schauen und überlegt, versuchst du jetzt alles Mögliche, schreibst du verschiedene Zeitungen an, ob die in ihren Archiven irgendwas haben. Ich habe, gut, es hat nicht jede Zeitung geantwortet. Ein Archiv konnte ich dann glücklicherweise noch mit einsehen, wo ich allerdings auch keinen Hinweis darüber gefunden habe, dass im Zeitraum von 1949 bzw. generell in diesem Hotel Waldlust ein Mord geschehen ist. Denn gewaltsam zu Tode gekommen durch Fremdeinwirkung ist für mich Mord. Und da ist absolut nichts zu finden darüber. Generell habe ich auch mal ein bisschen nochmal geschaut, ob es irgendwelche Aufzeichnungen gibt über die Hotelangestellten bzw. halt auch die Verwalter. Und da bin ich halt eigentlich nur auf einen Namen gekommen und das war der Ernst Lutz. Dieser Name war mir vorher auch schon bekannt gewesen durch den Herrn Schmidt. Und der Ernst Lutz war sozusagen der Besitzer einerseits halt auch von Waldlust mit. Es gab halt verschiedene Hotels, die von der Familie Lutz geleitet wurden. Wie auch zum Beispiel ja, das alte Posthotel in Freudenstadt, welches auch vor nicht allzu langer Zeit die Pforten geschlossen hat. Aber dennoch passt halt keine Adele B. damit rein. Durch die Sonja von der GET bin ich auf einen Stammbaum gestoßen, wo auch einige Lutz mit erwähnt waren, beziehungsweise eine Adele Brennecke. Aber dieser Stammbaum wird wahrscheinlich nicht der von den in Freudenstadt ansässigen Lutz gewesen sein, denn es fehlt schlichtweg der Ernst Lutz, der ja durchaus eine bekannte Person war. Das heißt natürlich, dass diese Person in einem solchen Stammbaum natürlich nicht fehlen dürfte. Es gibt auch ein Bild von dem Herrn Ernst Lutz, und zwar ist es ein ziemlich altes Bild, was von dem Hotel Waldlust aufgenommen wurde. Und zwar zeigt das einen Innenraum und man sieht halt mehrere Tische und ich vermute mal, das wird irgendwo in der unteren Etage gewesen sein. Vielleicht ist das sozusagen die Vorform von der Schreibstube, weil gegenüber liegen auch noch Fenster. Und es würde rein theoretisch zu der Schreibstube passen. Aber interessanterweise, also man kann es nicht eindeutig deuten, wo jetzt das genau war, dieses Bild. Zumindest habe ich jetzt keine näheren Informationen darüber. Aber der Herr, der am linken Tisch sitzt, das ist der Herr Ernst Lutz, der sozusagen der Hotelverwalter war. Und wenn man sich gerade überlegt, so ein bedeutendes Hotel, es war ein 5-Sterne-Hotel, gerade in der damaligen Zeit, kurz nach dem Krieg, egal ob es kurz nach dem Krieg war oder auch, ne, es wäre egal gewesen, denn ein Mord in diesem Hotel wäre definitiv zu Schlagzeilen gekommen. Ich habe eine Zeitung einsehen können, die halt damals auch gedruckt wurde und speziell auch für das Jahr 1949. Ich habe auch davor und danach ein bisschen geschaut, aber keinerlei Hinweise gefunden, dass ein solcher Mord da geschehen war. Darum muss ich sagen, dass ich Adele B. generell für einen Mythos halte, weiterhin. Denn es gibt keinerlei Hinweise, die ich jetzt gefunden habe, die auf wirklich zuverlässige Quellen hindeuten, dass diese Adele B. wirklich in diesem Hotel existiert hat. Der Herr Schmidt hatte ja schon angedeutet, dass es eventuell um eine Maria Lutz ging,
die oben mit in der obersten Etage, also sprich in der fünften, gewohnt hat, wo ich auch oben in dem Raum 221 die SVP-Kamera aufgestellt hatte. Zumindest ist das diese, ist das eine Frau, die am ehesten auf die Beschreibung der Adele B. passt. Leider hört man auch immer nur Adele B., man weiß nicht, wie der Name fortgesetzt wird. Es gibt einige Deutungen, dass Adele auch generell noch eine Abkürzung für Adelheid wäre. Allerdings wäre rein theoretisch dann die ganz kurze Form Adi die Abkürzung der Abkürzung. Auch wieder so eine interessante Begebenheit, die etwas verwunderlich ist. Aber wie gesagt, man hätte rein theoretisch irgendwo etwas finden müssen, wo wenigstens angedeutet wäre, dass da mal ein Mord geschehen ist. Aber ich halte es generell für ein Urban Legend, denn es gibt einfach keine zuverlässigen Quellen. Das meiste sind auch nur irgendwelche Berichte, die wiederum irgendwo anders her gehört haben, dass das mal irgendwo wäre. Und dass diese Quellen nicht durchaus zuverlässig sind, ist logischerweise klar. Aber ja, mehr kann ich dazu jetzt auch wiederum nicht sagen, denn wie gesagt, ich habe nichts gefunden. Ich habe mich wirklich bemüht, ich habe wirklich Recherche betrieben, wie es nur geht. Deswegen kommt das auch jetzt erst und nicht im letzten Video. Eigentlich würde ich schon ins letzte Video reinbringen, aber war die Recherche noch nicht abgeschlossen. Und das wäre ein halbes Ding gewesen und da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, machst du es wenigstens richtig, suchst du nochmal komplett und kannst dann wenigstens sagen, kann dann wenigstens sagen, ob ich was gefunden habe oder nicht. Schließlich gab es ja zum Schluss nochmal eine kleine Spur, auf die ich gekommen bin, aber auch die hat nichts geändert. Es blieb bei demselben Ergebnis. Was jetzt natürlich dann wiederum interessant ist, dadurch, dass ja auch Para Inc. zum Beispiel einige Informationen bzw. einige Ergebnisse hatten, die in Richtung dieser Adi gingen. Einerseits ist es natürlich klar, Adi ist ein kurzer Name, das heißt, er ist relativ schnell zu verstehen irgendwo, wenn man ihn hören möchte zum Beispiel. Und ja, es ist schwierig. Was natürlich eine Möglichkeit wäre, es gibt ja eine Theorie, die auch schon getestet wurde mal, die auch da in den Test funktioniert hat. Und zwar, dass man sozusagen eine eigene Wesenheit erschafft. Man geht an einen Raum, man geht zum Beispiel in einen komplett leeren Raum und denkt, da ist ein Geist drin. Man spricht diesen Geist an, mit Namen und so weiter. Geht raus, die nächsten kommen rein und dann wieder dasselbe. So, die Vermutung ist jetzt, dass dadurch, dass der Glaube an diese Person bzw. an diese Wesenheit diese Lücke dann sozusagen füllen kann. Dass sich eine eigene von Menschen geschaffene Entität formt. Das wäre die Theorie, wie eventuell wirklich eine Adi da sein kann, obwohl da nie eine Adi war. Aber gut, ist auch einfach nur eine Theorie, die dahingestellt ist. Aber ob es da jetzt wirklich letzten Endes dann wirklich eine Adi gab, beziehungsweise eine Adele B., ist weiterhin halt wirklich umstritten, beziehungsweise von meiner Seite her nicht glaubwürdig beweisbar. Wenn jemand natürlich irgendwelche Beweise hat, irgendwelche Quellen, Informationen und so weiter, dann kann er mir natürlich die gerne mitteilen. Da wäre ich sehr, sehr froh drüber. Bis dahin bleibt es halt für mich jetzt erstmal eine Legende. Denn, wie gesagt, ich konnte nichts finden. Schade drum. Das nächste, was ich ansprechen möchte, ist ein Ergebnis, welches ich in dem ersten Waldlust-Video präsentiert hatte. Und zwar, wo ich zusammen mit den X-Ghost Hunter und der GET unterwegs war. Das war ziemlich am Anfang gewesen, und zwar waren wir oben auf dem Dachboden und haben eine EVP-Sitzung abgehalten. Und da hörte ich ja den Namen Anna. Jetzt wurde ich zwischenzeitlich schon darauf hingewiesen, von einigen Zuschauern, dass da die Bewegung des Kopfes von der Sabi bzw. die Mundbewegung etwas verdächtig waren. Jetzt habe ich mir das natürlich dann auch zu Herzen genommen und habe mir das nochmal genau angeschaut. Und zugegebenerweise habe ich da auch wirklich sehr auf den Ton geachtet und weniger jetzt genau auf die Bewegung von ihr. Was jetzt natürlich dann wiederum, wo ich natürlich wiederum gesehen habe, sie macht wirklich eine durchaus komische Bewegung mit dem Kopf. Es sieht beinahe schon aus, als ob das Bild irgendwie hängt, aber das Bild hängt nicht. Das irgendwie macht sie so eine ruckartige Bewegung mit dem Kopf. Und man sieht aber auch, dass der Mund sich leicht bewegt.
Es ist der zweite Fakt, der wiederum einen natürlichen Umstand für diese EVP wahrscheinlich macht, der, dass bei ihrem Audiogerät, was sie in der Hand hält, die Stimme wesentlich lauter zu hören war, auch wenn wir da was komplett anderes verstanden haben. Wäre natürlich dann wiederum logisch, denn das Audiogerät war wesentlich näher an ihrem Mund dran als mein Mikrofon von der Kamera. Somit muss ich sagen, ist es leider nicht haltbar als etwas, was eventuell paranormal ist, dass die Chance, dass sie da wirklich was gesagt hat, es aber im Endeffekt nicht mehr wusste, wesentlich höher ist, als dass wir wirklich da einen Geist aufgenommen hätten. Demzufolge muss ich es einfach als höchstwahrscheinlich natürlich abgeben, denn könnte sein, reicht nicht ganz, denn ich möchte schon relativ gute Ergebnisse auch haben. Ich möchte es auch sehr genau überprüft haben. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich da wirklich sehr, sehr skeptisch rangehe und auch wirklich nur das suche, wo ich mir sagen könnte, okay, das könnte jetzt wirklich was Paranormales sein. Wenn ich jetzt wiederum sehe, okay, komische Mundbewegung, komische Kopfbewegung, da könnte eventuell ein bisschen Luft rausgekommen sein, die dann dieses Hauchen bzw. dieses Geräusch, was eventuell eine EVP hätte sein können, erzeugen könnte, da muss ich einfach sagen, okay, nehme ich raus. Leider mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts Paranormales. Zu anderen Sachen habe ich bisher bei Wildlust noch nichts gefunden. Wenn noch was kommen sollte, werde ich es natürlich noch nachreichen. Wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es auch mit in die Kommentare rein. Ich werde mich auf jeden Fall dann auch bei Zeiten drum kümmern, dass ich dann das dann auch überprüfen kann. Bei den EVPs habt ihr ja schon wirklich großartige Leistungen. Bei den EVPs habt ihr ja schon großartige Arbeit verbracht. Das war ja schon klasse, dass da einige mitgemacht haben. Zum Beispiel bei Austin haben einige Carsten verstanden. Was jetzt so im Nachhinein, am Anfang habe ich es nicht gehört, aber so im Nachhinein klingt das sogar beinahe schon logisch. Beziehungsweise könnte man es halt wirklich auch mit reinhören. Wäre möglich, dass es wirklich ein Carsten war. Vielleicht. Aber das ist immer das Schwierige bei EVP-Aufnahmen, bei Spiritbox-Aufnahmen und so weiter. Man hört es halt leider nicht immer genau und eigentlich im seltensten Fall hört man es genau. Von daher bleibt da immer sehr, sehr viel Spielraum für Interpretation. Auf jeden Fall wollte ich nochmal Danke sagen, dass ihr alle da auch wirklich so super mitmacht und finde ich klasse und ich hoffe, das wird auch weiterhin so sein. Ich habe jetzt demnächst auch einige kleine PEs, beziehungsweise einige größere PEs auch geplant. Darunter wird eine Burgruine dabei sein, da wird ein Mausoleum mit dabei sein. Ich denke mal, da wird es schon einige schöne Sachen mitgeben, ich hoffe es zumindest. Man kann es ja leider immer nicht vorher sagen, ob da wirklich irgendwas ist oder nicht. Kann auch sein, dass ich an den Ort gehe und am Ende zwangs meiner Skepsis, am Ende sage, hey, ich habe gar nichts. Vielleicht stelle ich euch dann wenigstens mal den Ort vor, damit ihr mal seht, wo ich war. Okay, das war es dann auch schon wieder mit meinem Sonntagsvideo für heute. Ist jetzt diesmal ein bisschen kürzer ausgefallen, aber okay. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und es ist auch eine relativ notwendige Ergänzung zu Wildlust. Einerseits halt wegen den Adele B. Mythos. Da wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, dass ich da herausgefunden habe, dass ich nichts herausfinden konnte. Beziehungsweise auch wegen der einen Aufnahme, die höchstwahrscheinlich halt wirklich von der Sabi stammt. Und das muss dann einfach auch gezeigt werden, denn ich möchte hier nichts falsch stehen lassen. Definitiv nicht. Selbst wenn ich halt das schönste Foto von mir noch irgendwann debunken kann, dann tue ich das einfach, weil es soll hier nichts im Umlauf sein, was nicht paranormal ist und als eventuell paranormal angepriesen wird. Das ist mein persönlicher Anspruch und ja, den versuche ich auch zu bewahren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Macht's gut und ja, ich weiß zwar gerade nicht, wie das Wetter ist, denn jetzt momentan habe ich es Dienstag. Ich hoffe, es ist schönes Wetter. Wenn es schönes Wetter ist, dann genießt das Wetter. Schöne Grüße auch noch an die Lucy. Ich weiß, dass du und deine Mutter mitschauen. Also schöne Grüße an euch beide. Das wollte ich einfach nochmal gesagt haben. Und wir sehen uns im nächsten Sonntagsvideo. Bis dann. Ciao.